Vielleicht kennst du das auch. Du hast ein Video aufgenommen und irgendwie ist die Stimme zwar okay, aber es hört sich einfach nicht richtig an. Die Stimme hört sich vielleicht ein bisschen boxy an und die Stimme ist auch nicht laut genug. Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen YouTube-Video. Ich möchte euch heute ein Thema vorstellen, das wahrscheinlich schon jeder irgendwo bei YouTube gesucht hat. Zumindest jeder, der sich mit Videoproduktion oder mit der Stimme und der Aufnahme von guten Stimmen beschäftigt hat. Heute geht es darum, warum deine Stimme in den Videos zu leise ist und wie du sie besser machen kannst, aber nicht nur das, sondern auch, wie du sie von der Frequenz her verbessern kannst. Und zwar mit zwei Werkzeugen, die eigentlich der Standard in jeder Audioproduktion sind. Heute geht es um Equalization, also EQ und Kompression. Und zwar so genau erklärt, wie ich das irgendwie kann, denn ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn du im Internet nach irgendwas suchst und dann erklärt das ein Profi, der gewisses Wissen voraussetzt, was kaum jemand natürlich hat, der gerade erst anfängt. Mein Name ist Christoph Klüpfel und ich bin der Autor von Der Soundcode, was dir Videoprofis über perfekten Sound verschweigen. In diesem Buch spreche ich nicht nur über EQ und Kompression, sondern auch über viele, viele andere Themen, die sehr relevant für YouTuber, Videoproduzenten und alle, die Audio interessiert sind, sind. Wenn du mehr wissen willst über das Buch, das Buch gibt es auf Amazon und es ist natürlich in der Videobeschreibung unten drunter verlinkt. Vielleicht kennst du das auch. Du hast ein Video aufgenommen und irgendwie ist die Stimme zwar okay, aber es hört sich einfach nicht richtig an. Die Stimme hört sich vielleicht ein bisschen boxy an und die Stimme ist auch nicht laut genug. Das Problem dabei ist, du kannst die Stimme nicht lauter machen, denn du hast ja gewisse Spitzenwerte in deiner Stimme, zum Beispiel wenn man eben schmatzt oder bei ganz gewissen Lauten. Was kannst du also machen? Im Endeffekt müsstest du hergehen und natürlich die Dynamik einschränken, was du mit einem Kompressor machen kannst. Ein Kompressor ist ein Werkzeug, mit dem du einfach das Audio leiser machen kannst. Und zwar so extrem schnell, wie du das mit keinem anderen Werkzeug machen könntest. Du kannst natürlich nicht so schnell lauter und leiser drehen mit dem Fader. Und aus dem Grund ist es eben wichtig, einen Kompressor zu verwenden. Denn, und jetzt kommt's, ein Kompressor sorgt zwar dafür, dass die Spitzen abgesenkt werden, aber durch das Make-up-Gain kannst du das komplette Audio dann lauter machen und läufst nicht Gefahr, dass das Audio dann eben ins Clipping kommt und deine Spitzen übersteuern und das Audiosignal eben verzerrt. Letztendlich ist ein Kompressor zwar da, um das Audio leiser zu machen im ersten Schritt, aber eben durch das Make-up-Gain, das, was er leiser gemacht hat, wieder drauf zu geben und somit das komplette Signal anzuheben. Und ja, das zeige ich dir natürlich im folgenden Video. Das Problem ist nicht nur die Lautstärke in deinem Audio, denn wenn du ein unausgewogenes Frequenzspektrum hast, also zum Beispiel eben dieser boxy Sound oder wenn ganz scharfe S-Laute drin sind, die dir fast das Gesicht abschneiden, weil sie so scharf sind, dann kannst du das natürlich auch noch verändern und zwar mit einem Equalizer. Ein Equalizer ist einfach ein Tool, ein Lautstärkeregler, mit dem du in deinen Videos die bestimmten Frequenzen entweder absenken oder verstärken kannst. Und ich möchte dir heute natürlich auch darauf eine Antwort geben, wie du diesen boxy Sound aus den Audioaufnahmen rausbekommst, denn das ist in meiner Erfahrung nach eigentlich das, was ich zu 90% mache, und es ist zu 90% das gleiche Frequenzband, das ich immer um 3 dB absenke, weil es eben sich besser anhört. Wie das Ganze funktioniert und vor allem auf welche Frequenzen du aufpassen solltest, das zeige ich dir natürlich auch im folgenden Video. Nur ein kleiner Tipp am Rande, wenn du einen Kompromiss suchst zwischen einem Equalizer und einem Kompressor, dann gibt es noch ein drittes Werkzeug, das ich in meinem Buch genauer beschreibe, und zwar ist es ein Dynamic EQ oder ein dynamischer Equalizer. Ein dynamischer Equalizer ist im Endeffekt genau so wie der Kompressor. Du stellst ihn genau gleich ein mit Attack, Release und einer Threshold. Und kannst so gewisse Frequenzen dann absenken, wenn sie passieren und nicht die ganze Zeit, wenn sie nicht passieren. Lass uns erstmal in die Audio-Postproduktion gehen und ich zeige dir dann, was ich genau meine. Okay,
Schauen wir doch mal, was wir mit einer Stimme alles machen können. Und zwar ist das hier ein Voice-Over. Ich mache das Ganze nochmal auf komplett Null. Und wir hören jetzt einfach mal rein, wie sich dieses Voice-Over anhört, ohne irgendwelche Effekte. Ich mache die Effekte hier mal komplett raus. Das hört sich so Menschliche an. Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen. Okay, du hast dieses Voice-Over natürlich schon in meinen anderen Videos gesehen bzw. gehört. Und du siehst, wie leise das hier ist. Das ist tatsächlich die Rohdatei. Und du siehst, dass es bei minus 21,9 gepiekt ist. Deswegen machen wir jetzt ein paar Sachen, um das natürlich stark und durchsetzungsfähig zu machen. Ich habe hier die Peak-Messung eingestellt, also Stereo Peaks. Theoretisch könnte ich natürlich auf Stereo RMS umstellen, dann wäre das Ganze Menschliche so. Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen. Das bringt mir jetzt aber relativ wenig, denn ich möchte ja sehen, wo meine Peaks sind. Deswegen nehme ich auch Stereo Peaks. Ich könnte auch Multi-Channel Peaks nehmen. Da dieses Voiceover aber eigentlich Mono ist, reicht mir Stereo Peaks. Menschlichen Psyche. Schauen wir mal, ob es dann wirklich einen Unterschied gibt. Menschlichen Multichannel. Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich. Im Grunde nicht. Natürlich, wenn ich jetzt hier einen Steuersignal drauf hätte, dann würde es mir, weil es ja Multichannel ist, auch dieses Steuersignal anzeigen. Deswegen stelle ich das jetzt einfach ganz normal auf Stereo Peaks, denn ich möchte es ja so einfach wie möglich halten. Also, Menschlichen wir haben hier Psyche ein lauern Peaking. die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die Wahrheit. Und du siehst, es peakt ungefähr bei minus 20,7 dB. Das ist natürlich sehr, sehr leise und deswegen machen wir jetzt gleich ein paar Sachen. Dazu brauche ich zuallererst mal einen Limiter, denn ich möchte ja verhindern, dass dieses Signal über 0 geht. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, warum das über 0 gehen soll, wenn es nicht mal bei minus 6 dB peakt. Der Grund ist ganz einfach. Und zwar, wenn ich dieses Signal. Oh, sorry. So, willkommen zurück in der Postproduktion. Hier habe ich schon mal ein Voice-Over vorbereitet, das kennst du schon aus allen anderen Videos. Das hier ist tatsächlich die Originaldatei, so wie es vom Recorder ins Programm reinkommt. Wir hören jetzt einfach mal rein. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Und du siehst hier unten, es peakt bei minus 13,6 oder 0,8 ungefähr. Ich habe hier natürlich das Metering auf Stereo Peaks eingestellt, denn ich möchte ja wissen, wie hoch mein maximaler Peak ist. Das hier vorne, das ist normalerweise nur Stille. Das lasse ich mir über, denn vielleicht muss ich noch ein bisschen die Noise rausfiltern, falls es tatsächlich dazu kommt. Das hören wir gleich. Zuallererst möchte ich jetzt hier mal einen Limiter reinbauen. Und zwar den Reaper-eigenen Limiter. Der soll mir hier nur eine Brickwall von minus 1 dB geben, sozusagen als Sicherheit, dass ich nicht pieke im Verlauf der Bearbeitung.
Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wenn das Ding bei minus, keine Ahnung, 15, 16,8 oder so peakt, warum soll ich eigentlich einen Limiter benutzen? Und das Ding ist, ich möchte das Voiceover natürlich lauter machen. Und wenn ich zur Bearbeitung mit dem Equalizer komme, dann möchte ich mit dem Equalizer ja sweepen. Also verstärke ich eine Frequenz ungefähr auf 10 bis 12 dB. Und wenn wir jetzt schon bei minus 16,8 oder 15,8 sind und ich das Ganze auf 12 verstärke, dann bin ich relativ nahe dran und also relativ nahe an 0. Und dann kann es tatsächlich sein, dass das Programm auf einmal diesen Kanal hier mutet, weil es sagt, hey, pass auf, du bist 3 dB über 0, also über dem absoluten Nullpunkt und Clipping Point. Deswegen, um deine Ohren zu schützen, schalte ich diesen Kanal einfach auf Mute. Und das ist natürlich schlecht, denn das kann man in der Nachbearbeitung nicht brauchen, vor allem wenn man im Equalizer sweept. Deswegen nehme ich hier diesen Limiter einfach nur als ja, Sicherheit, um mein Gehör zu schützen und in dem Fall auch deins. So, was machen wir also? Das hier ist natürlich zu leise. Wir wollen das lauter machen. Und um das zu machen, möchte ich natürlich zuerst mal meine Levels richtig messen. Dazu nehme ich mir ein MV-Meter, das ist das hier. Und das setze ich natürlich vor den Limiter. Und dieses, wie eigentlich ist es ein VU-Meter, du siehst hier die Bezeichnung Volume Unit, soweit ich das weiß. Und hier oben ist VU Standard eingestellt. Du siehst, ich kann hier verschiedene Messmethoden einstellen. Ich möchte aber einfach nur den VU Standard haben und der ist auf minus 18 gestellt. Ich kann dir das Ganze noch in einem anderen Messgerät zeigen, und zwar von Reaper. Hier kannst du tatsächlich nachschauen. Hier steht Reference Level minus 18 dB. Peak Warning Level ist minus 3 dB. Und normalerweise sind die alle so geeicht bzw. genormt, dass selbst dieses Messgerät hier auf minus 18 ist. Das bedeutet, wenn ich hier auf 0 dB, also auf dieser 0 bin, dann bin ich im Referenzlevel von minus 18 dB. Wie erreiche ich das? Letztendlich ganz einfach. Ich könnte hierher gehen und natürlich lauter stellen. Das heißt, ich höre mir jetzt einfach dieses Voice-Over an. Und stelle hier gleichzeitig die Lautstärke dieses Items nach oben. Die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. Und das Ziel dabei ist natürlich nicht immer nur auf 0 zu kommen, sondern ungefähr plus minus 3 dB. Also ich möchte hier in diesem Bereich bleiben. Und das kann ich natürlich machen, indem ich einfach hergehe und diesen Clip lauter mache. Ich könnte auch hergehen und stelle das jetzt zuerst mal auf 0 und könnte dieses Dings hier normalisieren. Und zwar auf 0 LU, also hier auf diese 0. Dann hören wir mal rein. Erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Und du siehst, er geht natürlich auch ein bisschen über die 0 drüber. Wichtig dabei zu beachten ist, dass wenn ich normalisiere, dass ich auf 0 LU normalisiere. Ich normalisiere nicht auf 0 LUFS. Wenn ich das jetzt mache, dann siehst du, dass es piekt. Ich möchte das jetzt auf gar keinen Fall wiedergeben, weil sonst dir die Ohren zerreißt. Deswegen mache ich das ganz normal mit Normalisieren auf 0 LU. Und liege eigentlich ganz gut in diesem Bereich. Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt.
Warum mache ich das? Ganz einfach, denn die meisten Plugins funktionieren am besten mit diesen minus 18 dB VU Referenzlevel, also deswegen stelle ich das Ganze am Anfang hier ein. Ganz wichtig dabei zu beachten ist, dass ich natürlich nicht möchte, dass sich dieses Level hier verändert. Deswegen werde ich dieses VU-Meter oder dieses Meter hier klonen. Und werde das natürlich vor den Limiter stellen. Und das nächste Plugin, das ich einfügen möchte, sofern ich glücklich bin mit diesem Noise-Teil hier. Da hören wir jetzt mal kurz rein, ob man hier irgendwelche Geräusche hört, die da nicht reingehören. Also ich höre jetzt nichts. Wenn du Probleme mit irgendwelcher Noise oder irgendwelchem Rauschen hast, dann habe ich ja schon gesagt, hier vorne ist ein Teil, den ich ungefähr 10 Sekunden lang aufnehme, ohne was zu sagen, um eine Referenz zu haben für mein Cleanup für die Noise. Das könnte ich jetzt auch machen. Da gibt es nämlich in Reaper ein Tool. Es müsste Refer sein. Genau, und ich kann hier einstellen, ich möchte ein Subtract machen. Ich kann natürlich hier dieses Item hier auswählen, also diese Noise-Spur, und kann hier auf Automatically Build Noise Profile Enable During Noise stellen. Es soll natürlich präzise arbeiten. 1024 sollten passen, beste Qualität. Dann kann ich hier das Ganze einfach durchlaufen lassen. Und du siehst, er hat hier unten eben dieses Profil gebaut. Dann muss ich natürlich hier das wieder rausnehmen. Und was Reaper jetzt macht, ist, Reaper subtrahiert diese Noise von meinem Voiceover. Hören wir mal rein, wie sich das jetzt anhört. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Okay, sieht ganz gut aus. Was ich als nächstes machen möchte, ist ein zusätzlicher Fail-Safe für Noise. Vielleicht kennst du das Gate. Ich nehme normalerweise kein Gate her, ich benutze einen Downward Expander. Den setze ich dann nachher hin. Und dieser Downward Expander ist ein bisschen schonender als das Gate, deswegen benutze ich den sehr, sehr gerne. Die Threshold, das ist die Schwelle, an der Noise zu hören sein sollte. In meinem Fall ist es relativ leise, deswegen denke ich, das sind so um die 40 dB Ratio, setze ich auf 1,4 ungefähr. Gain lasse ich mal weg. Detection soll RMS sein. Alles andere lasse ich mal und wir hören kurz rein. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren... Okay, wir setzen das hier mal rauf, dass du ein Extrem siehst. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen... Okay, ich lasse das jetzt auf 1,4. Das nächste Plugin, das ich benutzen möchte, ist natürlich, um die Dynamik ein bisschen zu verbessern, ein Equalizer. Dazu benutze ich den M-Equalizer.
Und das Gute an diesem Equalizer ist, dass dieser hier diese Frequenzen anzeigt. Und zwar kann ich hierher gehen und sagen, Areas, es soll mir bitte die Frequenzen anzeigen. Und dann sehe ich hier Sub-Bass, Bass, Low, Mid, Mid, High und Treble. Das ist sehr, sehr cool, denn ich kann jetzt hergehen und mein erstes Band setzen. Mein erstes Band ist normalerweise ein High Pass. Den stelle ich nach Gehör ein, deswegen hören wir jetzt mal kurz rein. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spürt. Das Wichtige bei diesem High-Pass-Filter ist, dass wenn du die zu weit nach rechts setzt, also zu hoch auf 200 zum Beispiel, dann hört sich die Stimme dünn an, so wie das hier. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten ab. Und wenn du das hörst, dann bist du schon zu weit, also geh dann einfach entsprechend wieder zurück, bis du ein bisschen was von den tiefen Frequenzen hörst. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält. Okay, dann mache ich weiter und würde auf ungefähr 350 Hertz gehen. Das ist so ein kleiner Erfahrungswert, also die Low-Mid, dieser Bereich, der hört sich meistens ein bisschen boxy an. Wir hören uns das jetzt einfach mal an, wie sich das Ganze anhört. Und aus genau diesem Grund habe ich vorher den Limiter gesetzt, denn ich werde das jetzt ziemlich hoch machen, damit wir einfach was von dieser Frequenz hören. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. Du hörst schon einen Unterschied. Ich mache das Ganze mal auf Bypass, damit du das Normale hörst. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren... Und das ist ziemlich nice. Was ich dann noch mache, ist, ich gehe her und nutze das nächste Band einfach, um zu sweepen. Das bedeutet, ich schaue einfach, ob irgendeine Frequenz dabei ist, die rausspringt, wenn ich durchgehe durch die Frequenzen. Deswegen mache ich das natürlich ganz schmal und schaue mir einfach an, ob es irgendwelche Resonanzen gibt, die mich stören. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder... Und wie bei allen Audiobearbeitungsschritten ist natürlich das Gehör gefragt, deswegen hör dir dein Audio an und hör, ob es sich besser anhört oder schlechter. Geh immer wieder auf Bypass und hol dir das Original rein, das machen wir jetzt. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält. Und du hörst, es hört sich schon ein bisschen präsenter an. Das nächste, was ich machen würde, ist, ich würde mir nochmal eine Frequenz suchen, die mich sehr, sehr stört. Dazu habe ich hier noch das dritte Band.
Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Dann gehe ich natürlich her und benutze einen kleinen Boost, ungefähr bei 6300 Hertz, um 3 dB. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte. Und in diesem Equalizer könnte ich auch noch hergehen und Saturation einsetzen. Das möchte ich in dem Fall aber nicht, denn das mache ich dann separat, wenn ich es wirklich brauche. Diese Saturation, die bringt einfach ein paar harmonischere oder Harmonien zurück ins Audio. Und das hört sich dann sehr, sehr nice an, wenn es denn unbedingt sein muss. Und wenn es gewünscht ist, kann man das natürlich noch extra machen. Ich mache es hier an dieser Stelle nicht. Was du hier hinten siehst, ist vor allem, dass die Eingabe- und Ausgabelautstärke unterschiedlich sind. Das sind jetzt ungefähr 1,32. Deswegen gebe ich die hier oben wieder dazu. 1,32. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Okay, theoretisch könntest du natürlich noch hergehen und mit diesem sechsten Band eine Verstärkung bei ungefähr 10 Kilohertz machen, beziehungsweise 8 bis 10 in diesem Treble. Ungefähr 3. Das ist ein High Shelf. Hört sich dann so an. Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Damit wäre ich aber ein bisschen vorsichtig, denn das kann immer sein, dass es ziemlich harsch klingt. Deswegen sei ein bisschen vorsichtig damit. Ich lasse das jetzt drin und wir machen dann weiter. Und zwar ein kleiner Pro-Tipp von meiner Seite ist der, wenn du einen langsamen Computer hast, dann solltest du zwischendurch mal rendern. Das mache ich jetzt auch, denn dann sehen wir gleich, wie sich das Audio verändert. Du siehst, die Waveform hat sich gerade ein bisschen verändert. Natürlich muss ich auch hergehen und muss die Effekte, die wir jetzt draufgelegt haben, wieder rausnehmen. Sonst werden die nochmal angewendet. Und wir hören mal rein, wie sich das jetzt anhört. In der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Und du siehst, es ist schon ein bisschen besser geworden. Was ich jetzt natürlich noch machen möchte, ist einen Kompressor zu nutzen. Da es immer wieder die gleiche Frage gibt, was benutze ich zuerst, den Equalizer oder den Kompressor? Ich persönlich finde es eigentlich fast egal. Es gab mal ein paar YouTuber, die haben einen Vergleich gemacht, wo sie herausgefunden haben, dass es hier eigentlich fast nichts dabei ändert. Du solltest aber ein bisschen aufpassen, wenn du den Kompressor benutzt, denn dadurch, dass du komprimierst und das Audiosignal im Nachhinein dann dadurch lauter machst, kann es tatsächlich sein, dass es wieder ein paar Frequenzen gibt, die rausspringen, die du dann wieder mit einem Equalizer leiser machen kannst. Deswegen kannst du natürlich auch hergehen und diesen Equalizer dann nochmal benutzen nach dem Kompressor. Das Ganze schauen wir uns aber gleich an und jetzt geht es einfach um den Kompressor. Typischerweise würde ich diesen ersten Kompressor so einstellen, dass ich sage, ich möchte eine Millisekunde
Attack-Zeit haben. Ich möchte ungefähr 50 bis 100 Millisekunden Release-Zeit, eine Ratio von 3 zu 1. Und das Allerwichtigste ist, ich möchte hier kein Auto-Make-up haben, denn ich möchte ja selber steuern, wie laut das Signal dann wird und möchte mir erstmal anschauen und vor allem anhören, wie sich das Ganze anhört. Deswegen hören wir jetzt mal kurz rein, während ich diese Threshold nach unten bewege, und wir sehen hier dann die Gain Reduction. Ein kleiner Tipp: Ich persönlich schaue immer, dass ich eine Gain Reduction von maximal 6 dB habe, denn die gebe ich zwar wieder dazu, aber dadurch wirkt das Signal einfach wahnsinnig komprimiert, und meiner Meinung nach 3 bis 6 dB Gain Reduction sind ausreichend. Ich spreche hier nicht von Peak, ich spreche hier nicht vom Audiosignal, wie es nach der Bearbeitung ist. Also, dass es auf minus 6 dB sein soll, das meine ich nicht, sondern ich meine, wie viel Signal das er reduziert. Und da sollte er ungefähr bei minus 6 dB sein. Deswegen passe ich dann auch meine Threshold entsprechend an. Wir hören mal einfach rein ins Audio. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. Also ich werde es jetzt auf minus 22 stellen. Diese Einstellungen sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Aber wie gesagt, du solltest maximal 6 dB Gain Reduction haben, und das haben wir jetzt erreicht. Diese 6 dB werden nur einmal erreicht, deswegen gehe ich jetzt nochmal kurz durch und schaue, wie weit das wirklich so allgemein reduziert wird. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Dieses Gain Reduction Meter ist natürlich auch abhängig, wie schnell das ich wieder loslasse. Wenn ich das jetzt auf ganz krasse 2 Sekunden stelle, dann siehst du, wie langsam das reagiert. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Das würde dazu führen, dass die Kompression ziemlich bemerkbar ist. In diesem ersten Schritt möchte ich aber nur die Transienten und die Spitzen kontrollieren, also vor allem diesen Bereich, diesen und die hier hinten. Deswegen lasse ich das jetzt auf 100 Millisekunden. Schauen wir mal, wie es jetzt sich anhört und auch aussieht. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. Also ich würde sagen, so um die 5 dB kann man dazugeben. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime. Okay, das bedeutet, das Ganze wird nochmal gerendert. Und du siehst, das Signal ist jetzt insgesamt lauter geworden. Jetzt schalte ich natürlich den Kompressor wieder aus und wir hören jetzt einfach mal rein und schauen auch, wie die Aussteuerung jetzt aussieht auf dem Peak-Messgerät.
In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. Okay, wir sind ungefähr bei minus 3,3 Peak. Das ist ja schon ziemlich hoch. Und wir hören jetzt einfach nochmal rein mit dem Equalizer, ob es irgendwas gibt, was uns stört. Dazu setze ich den natürlich wieder zurück. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Was wir noch nicht gemacht haben, ist, wir haben noch nicht kontrolliert, wie hoch das Level hier ist. Das muss jetzt schon ziemlich laut sein. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren. Du siehst hier eigentlich genau das, was ich haben will. Ich möchte die Eingangslautstärke genauso haben wie die Ausgangslautstärke und umgekehrt. Natürlich ist es eigentlich immer perfekt, wenn du genau so arbeiten kannst, denn das bedeutet, dass du richtig gut dabei bist, gute Entscheidungen zu treffen über den Ton bzw. über die Frequenzen, ohne dass du von einem zu lauten Audio dabei ja beeinflusst wirst. Denn wenn Audio lauter wird, dann denken wir automatisch, es wäre besser. Aber in Wahrheit ist es das eben nicht, denn wir wollen natürlich die Frequenzen auch mit beurteilen. Deswegen schau immer mal wieder, ob du am Ende der Bearbeitungskette zu laut bist. In meinem Fall ist es nicht so. Ich bin jetzt eigentlich genau in dem Bereich geblieben. Ich habe jetzt einzelne Frequenzen bearbeitet und möchte jetzt noch ein paar Sachen machen. Vielleicht, da höre ich jetzt nochmal genauer rein, noch ein De-Esser, um eben die S-Laute ein bisschen zu zügeln. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich... Ein kleiner Pro-Tipp, wenn sich dein Signal ein bisschen zu harsch anhört, dann kann es auch mal sein, dass diese digitale Harshness bei einem Bereich von um die 3000 Hertz, also 3 Kilohertz liegt. Deswegen habe ich mir das jetzt gerade angehört und senke das Ganze auf minus 2 dB ab. Wie gesagt, ich kann natürlich einen De-Esser benutzen. Theoretisch könnte ich hier einfach bei ungefähr 6 bis 7 kHz absenken. Dazu gibt es aber ein besseres Plugin. Das ist übrigens kein wirklicher De-Esser, sondern mein Lieblings-Plugin. Und das heißt TDR Nova. TDR Nova ist im Grunde ein Equalizer, aber er hat eine Besonderheit, und zwar kann ich ihn ganz stinknormal zu einem dynamischen Equalizer umbauen. Du siehst gleich, was ich meine, denn ich möchte jetzt diesen benutzen als DS. Und du siehst hier, er hat hier eine Threshold, eine Ratio, Attack und Release Time, genauso wie ein Kompressor, nur dass er eben frequenzbasiert
leise macht. In dem Fall ist es eben in dem Bereich um die 4,0 kHz. Das setze ich jetzt ein bisschen rauf, so auf die 7 kHz. Und wir hören jetzt einfach mal rein. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die einen Clown gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. In den Tiefen der menschlichen... Ich möchte natürlich zuerst mal hier bei dem ersten Equalizer ein bisschen was dazugeben. Ungefähr 1,2. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die... Wie gesagt, das Eingangs- und Ausgangssignal sollten ähnlich hoch sein. Das gleiche schauen wir uns jetzt hier an. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen... Okay, hört sich eigentlich ganz gut an, da ich hier aber bis 6 dB runtergehe. Schaue ich mir nochmal in dem MV-Meter an, ob ich was verändert habe. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette... Du siehst, ich bin ungefähr 1 bis 2 dB leiser geworden, deswegen gebe ich die jetzt bei diesem TDR Nova natürlich noch mit dazu, und zwar hier unten im Output. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten. Hört sich meiner Meinung nach ziemlich nice an. Und erneut gehen wir über zum Rendern. Hören uns das Ganze einfach mal ohne die Effekte jetzt an. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte. Wir können jetzt natürlich noch hergehen und nochmal den Kompressor anwenden. Und zwar möchte ich jetzt noch ein bisschen komprimieren, aber nicht mehr ganz so stark. Und deswegen setze ich meine Attack Time auf ungefähr 6 Millisekunden. Meine Release-Zeit auf ungefähr 300 bis 400 Millisekunden. Meine Ratio auf 2 zu 1. Das ist jetzt wirklich nur noch, um ein paar Sachen zu glätten. Und deswegen bin ich da ein bisschen konservativer. Ich möchte jetzt ungefähr 2 bis 3 dB noch von den Spitzen wegnehmen. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Wir kommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Ich gebe nochmal 2,5 dazu. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal... In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Sieht gut aus.
Bedeutet, ich rendere nochmal. Und du siehst, die Dynamik ist insgesamt schon viel, viel kleiner geworden. Das bedeutet, das Signal ist viel einfacher zu kontrollieren und durch die Kompression und die Einschränkung der Dynamik natürlich viel, viel lauter insgesamt. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier unten mal an, wie laut das wir hier sind. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Das ist das Peak Metering. Ich möchte jetzt hergehen auf RMS. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen. Okay, schauen wir uns das Ganze in LUFS an. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält. Dich in eine Welt des True Crime und... Wir sind bei minus 15,9 ungefähr. Das bedeutet, bei einem Zielpegel von minus 14 dBFS auf YouTube sind wir jetzt sehr, sehr nahe dran. Wir haben eigentlich einen ziemlich guten... ein ziemlich gutes, lautes Signal. Und natürlich kommt es dann auch noch am Schluss darauf an, was wir hier mit dem Limiter im Master machen. Und wie das Ganze funktioniert mit dem Ziel, mit der Ziellautstärke, das erzähle ich dir natürlich in einem anderen Tutorial, wenn du dran bleibst auf meinem Kanal. In dem Fall sind wir jetzt eigentlich fertig mit diesem Voice-Over. Und was du noch machen kannst, um das Ganze wirklich laut zu machen, wenn es dir jetzt immer noch zu leise ist, dazu gleich mehr. Stereo RMS, wir messen nochmal. Lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen. Okay, wir messen nochmal die Peaks. Lauern die düstersten Abgründe. Es kann natürlich sein, dass wenn du ein möglichst durchsetzungsfähiges Signal haben möchtest, du dieses Signal von der Dynamik noch viel, viel weiter einschränken möchtest. Zum Beispiel, wenn eben Leute deine Videos auf einem Handy schauen ohne Kopfhörer. Dazu kannst du auch den Limiter verwenden. Und zwar, indem du einfach den Limiter entsprechend einstellst. Ich persönlich möchte zum Beispiel, dass es bei minus 3 herum piekt, deswegen stelle ich hier meine Ceiling auf minus 3, beziehungsweise probieren wir es erstmal mit minus 1 und dadurch lauern die düstersten Abgründe. Kann ich meine Manchmal Threshold nach unten schieben? Erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime und des Horrors entführt. Eine Geschichte, die dich das Grauen in jeder Facette deiner Existenz spüren lässt. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Willkommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen... Du siehst hier, er ist bei minus 1. ...lauern die düstersten Abgründe. Und du siehst auch nach dem Rendern, wie laut das jetzt geworden ist. Das heißt, natürlich setze ich jetzt den Limiter wieder zurück. ...lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Warum ist es jetzt wieder auf minus 3? Das ist ganz einfach. Ich habe natürlich den Limiter vorher wieder rausgenommen, also die Verstärkung hier wieder rausgenommen und trotzdem nach oben
die Ceiling auf minus 1 gelassen als Sicherheit, denn ich wollte jetzt einfach nur die Dynamik des Signals noch mehr einschränken, damit es noch viel stärker ist. Und du siehst das hier auch an der Waveform. Das kann sehr hilfreich sein, wenn du ein Voiceover benötigst, das extrem durchsetzungsfähig ist. Sei damit aber ein bisschen vorsichtig. Du hattest gerade gesehen, dass ich mit dem Limiter ungefähr auf 3 dB Gain Reduction gegangen bin, und letztendlich müsste das Signal jetzt relativ stabil sein. Alright, sorry, das war ein sehr, sehr langes Tutorial, ich weiß, aber wie gesagt, das ist eben sehr, sehr wichtig, um von deiner Zuschauergruppe gehört zu werden, und deswegen ist es so lange geworden. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Sachen lernen können und ein paar Ängste vielleicht nehmen können, denn ich in meinem Fall hatte vor allem die Ängste in dieser Anfangszeit, dass ich dachte, ich kann nur einmal ein Plugin benutzen. Du hast gerade gesehen, das ist nicht der Fall. Du kannst natürlich so viele Plugins benutzen, wie du willst. Es kommt halt einfach darauf an, wie es sich für dich anhört, und wenn es deiner Meinung nach gut ist, dann passt es doch. Dann nutzt so viele Plugins oder so wenige Plugins, wie du magst. Und ja, das war's von dem Postproduktionsabschnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen, und ich hoffe, du hast was mitnehmen können aus diesem Video. Wenn du mehr wissen möchtest über die Aufnahme, die Postproduktion und die Bearbeitung von gutem und professionellem Audio, dann hol dir doch mein Buch, Der Soundcode. Der Link zu diesem Buch ist natürlich in der Videobeschreibung. Wenn du dieses Video hilfreich findest, dann lass doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn du es nicht magst und findest, das ist alles richtig kacke, dann drück einfach zweimal auf den Dislike-Button, und ich weiß so, dass du dieses Video nicht magst. Wenn du Wünsche, Anliegen oder ein nettes Wort hast, dann schreib es gerne in die Kommentare, und ansonsten teile dieses Video doch einfach mit den Leuten, die es vielleicht nützlich finden könnten, die noch nicht so viel wissen wie du jetzt nach diesem Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach mal im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao, eine gute Zeit und viel Erfolg bei der Umsetzung deines Wissens.